Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Partie in Sonic Forces. Wir machen jetzt hier direkt weiter in Level 20. Wir haben ja im letzten Part, soweit ich mich doch daran erinnern kann, weil für euch ist es genauso lange her wie mich, seit ich mal das letzte Mal Sonic Forces aufgenommen habe. Wir haben auf jeden Fall die Flugkapsel gemacht, das weiß ich auf jeden Fall soweit. Und noch die letzten 3-4 Level. Ja, deswegen machen wir jetzt einfach hier weiter. Wo ist denn jetzt das, wird das Level 20 hin? So. Ich hab Sonic. Ich weiß, wie wir Dr. Eggmans Phantomrubin stoppen können. Gute Arbeit, Tails. Diesen Informationen zufolge benötigt der Phantomrubin eine enorme Menge Energie, die nur das Death Egg liefern kann. Wir unterbrechen einfach die Energiezufuhr und zack! Schon ist der Phantomrubin außer Gefecht. Einfach? Als ich das Death Egg das letzte Mal sah, war es ein schwer befestigtes, naja, Death Egg. Stimmt, aber ich habe einen Plan. Erst lenken wir Dr. Eggman ab. Dann hacken wir uns mit Hilfe des Chemiewerkcomputers ins Waffensystem des Death Eggs und deaktivieren es. Sind die Waffen deaktiviert, ist es ein Klacks, das Death Egg zu zerstören. Ohne Death Egg ist der Phantomrubin quasi nutzlos. Ist so verrückt, dass es sogar klappen könnte. Erst brauchen wir ein Ablenkungsmanöver. Bin schon dabei. Nein, Knuckles, du lässt dich zu leicht ablenken. Das ist schlecht fürs Ablenken. Außerdem bist du unser Kommandant. Wir brauchen dich hier. Wie wär's denn mit dem Rekruten? Dr. Eggman rechnet nicht damit. Vielleicht verwirrt es ihn sogar. Gute Idee. Du hast deine Befehle, Rekrut. Wir haben nur noch einen Tag, bis wir deinen Plan ausführen. Beeilung! Sorry, ey! Das Face von unserem Avatar, Alter, war zu köstlich! Mach mal einfach weiter! Alter! Mir ist voll warm! Oh Mann! Ey, sorry für diesen Lachanfall, Alter! Alter! Oh mein Gott! Scheiße! What the fuck? Yo! Ein bisschen heftig hier, ne? Als ob hier der Blitz bis ist, ne? Ja, toll, hätte ich das jetzt gewusst, hätte ich den Blitzmissbrunnen benommen. Alter. Naja, gut, dann halt nicht, ne? Ah, jetzt ist es schön. Hey, wir können auch weiter hoch, oder was? Ne, das war's auch schon. Ne. Noch mehr? Ne. Ein bisschen Plattform gejumpt hier. Was ist denn das für ein komisches Viech? Ist das so irgendeine Roboterspinne oder was? Das schaffen wir schon. Aber die haben einen recht guten Plan. Mal schauen, ob das funktioniert. Stimmt. Nee, machen wir es am besten so. Hier so ist chilliger. Naja. Na komm. Ich war sogar noch extra dafür. Richtiger Drecksfail. Ja, ist ja gut, verpisst euch. Warum bin ich schon wieder gestorben? Was ist das für ein Scheißdreck? So. Machen wir es ein bisschen einfacher. Spielen wir mal ein bisschen mit dem Feuer hier rum. Boah. Das war etwas knapp. Bäh. Ja, hä? Wie soll man diesen Scheißsprung schaffen? Was ist das für ein Mist? Fängt ja voll gut an. Fängt ja voll gut an, ne?
so viel Kraft, wie du kannst. Ja, ich hab's jetzt auch soweit verstanden. Ja, das kann aber echt nicht sein, ne? Ohne Witz, ey. Ich stelle mich so richtig dämlich an. Warum kann der auch keinen Doppelsprung ausführen? Was ist das auch für ein Mist? Jetzt chill. Hallo? Warum bremst der irgendwie nicht ab? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich hab diesen verkackten Stick nach links gelenkt. Nö, der läuft einfach rechts weiter. So, ja, ab in den Tod, ne? Der hat's doch so nötig. Ey, das ist ein Betrug, ne? Was soll denn der Scheiß? Ich kann ja nicht die ganze Zeit durchwaschen. Ich muss ja da auch kurz anhalten, damit ich wenigstens den Sprung schaffe. Was ist los? Halt die Klappe! Na komm schon! Das ist echt eine dreckige Stelle hier, ne? Ich bring das, was dass ich ein bisschen hier. Der ist auch nicht mal nach links gegangen. Was ist denn das für ein Scheißtrick, Mann? Ekelhafte, dreckige, verkackte Steuerung. Ich krieg's einfach gerade überhaupt nicht gebacken, Mann. Was ist das für ein Scheiß? Komm, mach dein Mist hier. Ich war das auch nochmal extra. Das kannst du mit Steuerkreuz sogar steuern. Das ist mir jetzt erstmal aufgefallen. Aber es bringt mir so oder so nicht. Also von daher. Klar, natürlich. Jetzt geht er drüber, Junge! Dankeschön! Oh, meine Fresse! Jetzt lass ich jetzt alles drin, scheiß drauf. Ja, jetzt habe ich auf die Zeit geachtet, wie lange ich schon aufnehme und bin jetzt gestorben. Toll! Naja, zum Glück habe ich ja jetzt schon den Checkpoint. Alter, chill mal, ey. Was ist los? Soll ich an diesem roten Ring da dran kommen? Naja, egal. Ich sammle sowieso nicht an, also daher kann es mir sogar noch egal sein. Zum Glück gibt es hier keine Leben. Ich glaube, das waren bestimmt jetzt so 5, 6 Stück oder so. Oder sogar schon noch mehr. Ach so, einfach nur so drüber. Ach so, gut, ich dachte jetzt schon. Ja, noch weiter. Komm, komm, komm. Oh ja, übelst viele Ringe. Na okay, das war's jetzt auch schon. Und jetzt zurück. Ach, diese komische Spinne oder was das darstellen soll. Wie auch immer. Alter, wie der nicht, das nicht abgeht, wie der nicht abgeht, Alter. Ey, dieses Viech ist so groß, dass ich noch nicht mal einen Plan habe, weil man das irgendwie angreift. Irgendwie da, das ist mir schon... Ja, hä? Kommt irgendwie alles zu groß, dass ich das noch nicht mal richtig checke. Ein richtiger Mist gerade, ne? Also ich stelle mich hier gerade richtig behindert an, ne? Jetzt muss ich genau nachschauen. Hä? Okay, soweit so gut. Bekomme ich auch mal Ringe oder so? Hä? Ich bin nach ganz links gegangen. Hä? Wie hätte ich dann ausweichen sollen? Hä? Hier, 6 Minuten. 6 Minuten. Ey, ohne Witz. Komm schon. Irgendwann muss man
gebacken bekommen. Ach du Scheiße. Ja, ich habe jetzt irgendwas gedrückt oder so, weil ich... Ach, egal. Ich will es einfach nur noch schaffen. Hab ich's jetzt... Ist jetzt gleich Levelschluss. Ich lasse das alles an Cut drinnen, ne? Das interessiert mich jetzt nicht. Ja! Ja! Dankeschön! Alter, meine Fresse! Das war ein richtiges Kacklevel. Naja, wenn ich mich nicht so dämlich angestellt hätte. Naja, gut. Dann haben wir da einen möglichen Stuff hier, den wir wieder mal bekommen. Joa, wieder eine Gasmaske. Ja, das hat was, naja. Naja. Sind zwar ein paar gute Sachen dabei, aber das ist nicht so, was mich jetzt persönlich anspricht oder so. Cutscene, keine Cutscene. Gut. Aber wir haben wieder einen Teil erobert. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ach, wieder ein Geheimlevel 3. Gut. Geheimes Level freigeschaltet. Du kannst jetzt Bombenblock einspielen. Ja, das machen wir auch jetzt gleich. Wieder käme geplant. Okay. Aber wir machen jetzt das dritte Geheimlevel, Bombenblock 1. Oh mein Gott. Und das Vorschaubild sah schon aus. Ach du Scheiße. Aber ja, gut. Das bekommen wir schon hin. So. Ja. Gibt's ja eine Kettenreaktion oder was? Ich glaube ja. Ach du Scheiße. Ja, ist klar. Übertreibt ruhig, ne? Ist klar. Alter. Ja, hä? What the hell? Yo, ist klar. Ja, ach du Scheiße. Alter, was ist das für ein Hardcore-Level? Zum Glück sind diese Geheimlevel nur so kleine. Alter, meine Fresse. Was hätte ich da tun sollen, um dann nicht getroffen zu werden? Hä? What the fuck? Sogar trotzdem sogar noch einen S-Rang bekommen. Lol. Ja, aber dann Würfel, das ist schön. So, dann können wir ja eigentlich weitermachen. In Level 20. Nein, das mache ich jetzt nicht. Die letzten SOS-Level habe ich so dermaßen verkackt, dass ich jetzt keins mehr machen werde, kurz vor Schluss. So, jetzt machen wir hier weiter. Müssen wir an die Computer im Chemiewerk und das Waffensystem des Devex abschalten. Perfekt. Endlich kann ich mal zeigen, was ich drauf habe. Ja, let's go. Level 21. Chemical Plant Network Terminal. Gut. Ja. Läuft auf jeden Fall ganz gut, ne? Ich hätte gedacht, ich wäre jetzt schon tot. Hä? Ist das nicht genau das allererste Level? Oder ist es doch etwas anders? Nee, ist etwas anders. Das gab es ja nicht am Anfang. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich hätte rechts hingehen können. Ne? Das wäre der Tod gewesen. Dieses Grinden finde ich einfach richtig nice. Irgendwie ist schon geil. Ist voll chillig. Ah, komm, den gönne ich mir jetzt trotzdem hier. War ja auf dem Weg, also von daher. Alter, das ist richtig krass.
Levelaufbau hier. Richtiger Parcours. Er sprintet mal so ein bisschen. Naja, war nicht viel. Das war ja sowieso. Nee. Ja, da, dieses komische lila Wasser, ob das Gift war, keine Ahnung, es hat mich langsamer gemacht. Ekelhafte Soße. Zum Glück stelle ich mich bis jetzt gar nicht mal so dumm an. Aber es scheint gut zu laufen bis jetzt. Dankeschön. Ich glaube, da hätte ich lieber warten sollen, ja. Diesmal warte ich. Dankeschön. Oh Mann, das war richtig dumm eigentlich. Okay. Achso. Mhm. Ich werde safe im Level noch sterben irgendwie, ne? Ich sehe es schon kommen. Irgendwas. Ich mache irgendeinen Leichensfehler. Irgendwas. Ich glaube, hier kann man trotzdem nicht durch. Ach, egal. Ist das das ist Giftwasser oder so? Oder was soll das sein? Ich glaube, das ist schon eine... Warte mal, nein! Eine falsche Taste jetzt gedrückt, leider. Ich wollte eigentlich eine Stampfattacke machen. Achso, die macht man mit... Ah, ich habe Y gedrückt, ja. Ja. Profi halt, ne? Doch toll, ne? Ich find's geil, ein Level ein paar Mal zu machen. So 10 Mal. Oh, cool. Ich mache jetzt hier normal weiter, egal. Ich nehme mich wirklich gerade richtig beschissen an, ne? Jetzt mal ohne Witz. So, jetzt mal die richtige Taste drücken. Ne, bringt leider nichts. Die bekomme ich nochmal das Wasser. Oder was weiß ich, was das sein soll. Dahin, dass es halt diesen Schalter drückt. Ach du Scheiße. Nee, den Ring sammle ich jetzt nicht ein. Komm. Komisches, klebriges Wasserzeugs. Dann mach lieber so vorsichtshalber. Schönen Verfolgungsangriff. Ich denke, das war's schon. Ich habe jetzt schon 4 Minuten verbracht. Nee, ich, doch fertig. Okay, gut, passt. Passt. Einwandfrei. Einwandfrei, Spitze, was ich hier wieder erledigt habe, ne? Aber das kann ich irgendwie gerade momentan gar nichts irgendwie, ne? Überhaupt nicht. Oh Mann. Ja, lässt sich sehen. Okay. Naja. 80% von dem ganzen Kram ist irgendwie nur Schrott, habe ich irgendwie so das Gefühl. Knapp über die Hälfte. Anderes Theme. Nice. Geheimes Level freigeschaltet. Du kannst jetzt Plasmakanone 1 spielen. Ja. Level 22. Oh, langsam kommen wir schon näher. Aber die Musik ist jetzt wieder komplett anders, ne? Ich spüre das Feeling. Ja gut, dann machen wir noch. Das 4. Geheimlevel Plasmakanone 1. Und dann machen wir dann erstmal Schluss. Würde ich erstmal so behaupten, ne? Wenn ich mich jetzt nicht so dumm hier anstelle. Och nein, mir kommen diese Teile bekannt vor. Die gab's auch in Sonic Colors. Och Mann, die waren so nervig.
Und mal schauen. Aber es geht eigentlich. Aber sie sind halt nur ein bisschen nervig. Sonst geht's eigentlich. Ja, ich wiederhole mich nochmal, ich weiß. Boah. Das war jetzt knapp. Bitte verpiss dich, ey. Warum scheine ich überhaupt so? Ich habe doch nichts Unverwundbares. Oder? Ah, nee, doch. Hat das mit dieser einen Fähigkeit zu tun. Warte mal, gehe ich auf den richtigen Weg? Doch. Alter, ist ja gut. Ey, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Nee, komm, ich warte kurz. So. Na, bitte verpiss dich. So. Ach so, das war's da schon sogar schon gewesen. Oh Mann, habe ich mich wieder dumm angestellt, Mann. Okay, wenigstens der Aaron ist safe. So. Na, oh, wenigstens was bekommt. Besser als nichts. Ja, passt. Einwandfrei, ist cool. Ja, das war irgendwas mit Classic Sonic gewesen irgendwie, ne? Das Blaue. Ah, egal. Aber wir machen erstmal Schluss, würde ich sagen. Machen wir hier im nächsten Part hier weiter. Hier in Level 22 in Death Egg mal wieder dabei. Und ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und ja, ein Abo wäre geil, um nichts zu verpassen. Auch die Glocke aktivieren. Passt, alles wunderbar. Sonst alles ist in der Videobeschreibung verfügbar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Macht's gut. Yeah.